Ja, hallo und willkommen bei eBikeTom. Heute geht es mal um die 10 wichtigsten Dinge, die auf keiner E-Bike-Tour fehlen sollten. Oder auch gerade beim E-Bike-Camping gibt es da einiges zu beachten. Und da habe ich immer eine schöne Box für mich zusammengestellt. Und was ich alles in dieser Box habe und welche 10 Dinge ich immer auf jeder E-Bike-Tour mitnehme, das zeige ich euch nach dem kurzen Intro. Bis gleich. So, kommen wir mal zu den 10 wichtigsten Dingen, die auf keiner E-Bike-Tour fehlen sollten. Und dann fange ich mal an. Ich stelle mal die Box hier ein wenig an die Seite. Als erstes sollte nie fehlen auf einer E-Bike-Tour ein Lappen. Allein schon aus dem Grund, wenn ihr mal dementsprechend euer E-Bike reparieren müsst und habt dreckige Hände, dann seid ihr froh, dass ihr einen Lappen dabei habt. Alternativ und zusätzlich dazu sollte auch nie fehlen Taschentücher. Taschentücher sollten auch nie fehlen, aber das fasse ich zusammen unter einem Punkt. Lappen, Taschentücher oder sogar Toilettenpapier. Denn wenn ihr dann irgendwo in der Walachei seid und ihr habt eine Notdurft zu verrichten, dann möchte ich euch ungern mit Blättern den Popo abwischen. Deswegen kann ich dazu auch raten, Toilettenpapier mitzunehmen. Allein schon aus dem Grund, bei einer E-Bike-Tour oder E-Bike-Camping speziell, ist Toilettenpapier mitzunehmen. Weil wir wissen alle, auf den Campingplätzen hat man meistens immer nur sehr günstiges Toilettenpapier. Und da ist man froh, wenn man das eigene Toilettenpapier mitgenommen hat. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist natürlich hier die Fahrradpumpe und die kleine Mini-elektrische Pumpe. Ich nehme immer hier diese kleine elektrische Mini-Pumpe mit, aber auch zur Sicherheit nochmal die Fahrradpumpe, falls diese nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich immer eine Fahrradpumpe dabei, um meine Reifen schnell aufzupumpen. Der nächste wichtige Punkt auf meiner Liste ist natürlich auch immer Werkzeug mitzuhaben. Damit ihr, wenn ihr einen Platten habt, dementsprechend auch euer Fahrrad schnell reparieren könnt, weil ohne Werkzeug geht es nicht. Bei mir ist es so, dass ich hier Schnellspanner habe, um das Rad zu lösen. Deswegen brauche ich nicht viel an Werkzeug. Und da reichen auch schon hier so ein Imbusset für mich aus oder hier ein kompakter Imbus-Schlüssel. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist hier das Flickzeug. Flickzeug sollte man immer dabei haben. Falls man eine Reifenpanne hat, ist man froh, wenn man Flickzeug dabei hat. Ist auch nicht groß, reicht vollkommen aus für jede E-Bike-Tour. Also ein wichtiges Muss, das Flickzeug mitzunehmen. Dann noch ein wichtiger Punkt, der auf keiner E-Bike-Tour fehlen sollte, ist natürlich eine Akkubank. Entweder macht man es so wie ich, dass man mittels Ladekabel das Handy zum Beispiel über das E-Bike lädt. Aber man hat ja auch andere elektrische Dinge mit, wie zum Beispiel eine Kamera. Und dann ist eine Akkubank gar nicht so verkehrt, wenn der Akku mal zu Neige geht. Ich benutze hier eine 25.000 mAh Akkubank, Powerbank. Und das reicht für mich auch für eine Wochenendtour vollkommen aus, um hier mein Handy und auch meine Kamera dementsprechend zu laden. Am besten natürlich auch direkt mit einen doppelten USB-C-Ausgang. Dann kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt und zwar ein Notfallset. Ein Notfallset sollte auf jeden Fall immer mitgenommen werden und bei keiner E-Bike-Tour fehlen. Ich hatte bisher zwar noch keinen Unfall gehabt, aber wenn ich einen Unfall habe oder jemanden sehe, der am Straßenrand liegt und verletzt ist, dann ist es immer super wichtig, wenn man ein Notfallset dabei hat. Diese kleinen Notfallsets, die kann man auch im Internet kaufen bei Amazon. Alle Teile, die ich euch hier vorstelle, die werde ich auch in der Videobeschreibung als Link hinterlegen, falls der eine oder der andere Interesse daran hat, sich noch hier für seine E-Bike-Tour auszustatten. Ja, und dann sollte natürlich auch nicht fehlen ein Ersatzschlauch für eine Reifenpanne. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der hier nicht fehlen darf. Und ich habe auch hier mal meinen Ersatzschlauch dabei. Kommen wir jetzt noch zum achten Punkt. Und zwar, wenn es gerade ein Mischwetter ist, dann nehme ich auch immer mein Regentape mit, einen Regenanzug, bestehend aus einer Hose und einer Jacke, die auf keiner E-Bike-Tour fehlt, wenn das Wetter mal umschlagen könnte. Ja, und gerade für den Sommer, ganz, ganz wichtig, solltet ihr keinen E-Bike-Helm haben mit Windschutzvisier, dann kann ich hier noch natürlich einen Sondertipp geben, und zwar eine Fahrradbrille,
Bei mir ist jetzt hier von Uvex eine Fahrradbrille, die ich nutze. War auch nicht ganz billig, ist eine photochrome Fahrradbrille. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, eine Fahrradbrille mitzunehmen, allein wegen dem Insektenflug. Weil nichts ist schlimmer auf einer E-Bike-Tour, wenn eine Fliege dann ins Auge gerät. Und deswegen gerade im Sommer immer an eine Fahrradbrille dementsprechend zu denken und diese auch mitzunehmen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den letzten zwei Dingen, die ich noch mitnehme. Das ist einmal Getränke. Da sollte nie fehlen, dass man Getränke mitnimmt oder was zu trinken mitnimmt. Ich habe da immer meinen Homie-Rucksack mit meiner 2 Liter Trinkblase. Das reicht für eine normale Fahrradtour aus. Ansonsten, wenn ihr Getränke mitnehmt, achtet bitte darauf, dass ihr keine Glasflaschen mitnehmt. Sollte mal euer Fahrrad umstürzen, dann habt ihr nämlich einen riesen Scherbenhaufen in eurer Sattelschachtel. Das will keiner. Daher lieber auf PET-Flaschen zurückgreifen, auch wenn das nicht ganz umweltbewusst ist. Ja, und als letzten Punkt noch zu erwähnen an dieser Stelle ist, dass man auch was zu essen immer mitnehmen sollte. Ich habe auf meinen kleinen E-Bike-Touren immer eine Radlerbanane bzw. einen Riegel dabei. Und auf größeren E-Bike-Touren plane ich dann auch meistens eine Rast ein, die ich dann meistens am Ende der E-Bike-Tour dann fest einplane auf meiner Route und schaue, wo es da ein nettes Restaurant gibt, wo man einkehren kann. Ja, übrigens hier so eine Kunststoffbox kann ich euch wärmstens empfehlen. Da kann man nämlich alle Dinge verstauen, die man mitnehmen möchte und hat es alles in einer Box. Und für den einen oder anderen, der jetzt was gefunden hat, was er noch nicht hat und aber dringend benötigt, können diese dann über meine sogenannten Affinitätslinks direkt über Amazon bestellen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und würde mich daher sehr freuen. Ja, und was mich natürlich jetzt auch interessiert ist, ja, habt ihr noch vielleicht Ideen, welche Dinge noch fehlen könnten auf meiner Liste? Dann schreibt es mir doch mal bitte in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Das waren die 10 Dinge, die auf keiner E-Bike-Tour fehlen dürfen und ihr mitnehmen solltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike-Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.